Du Flo, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Lela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zu müde. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dela Terratur mit Sprumpel. Hallo Flo, schön, dass du da bist. Hallo Dela, es freut mich, wieder hier zu sein. Wir wollen heute in diesem wunderschönen Format wieder über Bücher reden, diesmal nämlich über die Bücher des Mai. Und Flo, wie ist denn deine Gesamtbilanz diesen Monat? Warst du zufrieden oder unzufrieden? Es war recht durchwachsen, sag ich mal. Es waren ein paar schöne Sachen dabei, aber so die ganz großen Highlights haben dann doch wieder gefehlt. Okay. Bei mir ist diesen Monat die Besonderheit, ich habe sehr viel diesmal Hörbücher drin, weil ich irgendwie wenig zum Lesen kam, aber ich habe doch eigentlich diesen Monat einen ganz guten Schnitt gemacht. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ja, wollen wir gleich richtig in die Sache reingehen? Dann würde ich erstmal mit einem Buch anfangen, das ich vergessen hatte, im April zu erwähnen. Ich habe nämlich noch einen neuen Pratchett gelesen. Ihr wisst ja, wie gesagt, ich lese ja die Pratchett-Reihen so innerhalb der Reihen chronologisch, ne? Und die Hexen habe ich jetzt so gut wie durch. Jetzt bin ich gerade in so einem Zwischenband, der nirgends so richtig reingehört, nämlich einfach göttlich. Und da muss ich sagen, das war endlich mal wieder ein Pratchett, mit dem ich richtig viel Spaß gehabt habe. Es ist ein tolles Thema, es hat unglaublich hübsche Ideen. Gut, hier wird Deus Ex Machina wirklich wörtlich genommen. Normalerweise regt es mich halt auf, aber hier passt es aufgrund der Thematik natürlich hervorragend. Ja, es ist ja auch das Konzept, ne? Das ist ein sehr schöner Pratchett, ja, den erinnere ich mich auch noch. Der war wirklich großartig. Und an dieser Stelle kann ich gleich einen Querverweis bringen an den Alt und Verbittert. Da hast du nämlich in einer Folge mal erzählt, dass mit den Schildkröten, die von bösen Vögeln fallen gelassen werden. Stimmt, ich erinnere mich. Das war irgendwas mit Todesart. Da musste ich sehr lachen. Ja, nein, also ein hervorragender Pratchett, hat sehr viel Spaß gemacht, ist auch endlich mal eine schöne Idee wieder und er zieht sich vor allem nicht so endlos. Du hast halt hier wirklich so Inquisitionsthematiken und so weiter und so fort, aber es geht zack auf zack auf zack, es macht wirklich Spaß, die Zitate sind wie immer bei Pratchett genial, also das hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann mache ich ganz passend weiter, ich habe nämlich auch ein Pratchett gelesen, und zwar Weiberregiment. Oh ja, der ist toll. Genau, fand ich auch. Also ich hatte auch, nachdem ich ja die letzten, die ich gelesen habe, waren ja oft so Märchen von der Scheibenwelt, da bin ich nicht so richtig reingekommen. Aber der hier hat wieder so richtig Spaß gemacht. So ein bisschen Kriegsgeschehen, ein bisschen Feminismus, ach ja. Ja, der ist so toll. Der ist wirklich gut. Ja, naja, willst du weitermachen? Soll ich weitermachen? Mach ich weiter? Ach, machen wir abwechselnd heute wieder. Ich glaube, das passt gut. Okay. Dann habe ich mein erstes Buch des Mai, nämlich ein Hörbuch, The Horse, The Wheel and Language von David W. Anthony. Und da würde ich sagen, da war ich ein bisschen begeistert. Ich habe ja ganz oft so Fachbücher, historische Überblicke und so weiter, die höre ich ja immer gerne zum Einschlafen. Dafür war das ja nicht so richtig geeignet, weil es war tatsächlich echt interessant. Es ist so ein bisschen ein linguistisch-historischer Überblick über die prähistorischen Steppenvölker und deren Einfluss auf unsere Zivilisation. Es ist wirklich klasse erzählt, es ist ziemlich kompakt auch, gebe ich zu, aber für mich sehr viele neue Infos und kaum Allgemeinplätze. Und das hast du ja häufig in diesen Abrissen, dass sich das nur in Allgemeinplätzen ergeht. Das war hier nicht. Und interessant fand ich halt tatsächlich die Herangehensweise, dass man sagt, man kann an dem Sprachstand der indogermanischen Sprachen ja ungefähr ableiten, historisch, in welcher Zeit sich welche Sprache abgezweigt hat. Und je nachdem, an welchem Abzweig welche Worte bekannt waren, also zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Sau und Ferkel oder Eber zum Beispiel. Sobald kannst du halt ableiten, welcher dieser Stämme, der diesen linguistischen Seitenweg genommen hat, hat halt zum Beispiel schon von Ackerbau und Viehzucht eine Ahnung gehabt, mehr als
jetzt die Gesellschaften, die nur Jäger und Sammler waren und solche Dinge. Oder eben auch Pferde, es ging dann um Pferdegebisse. Und ab welchem Zeitpunkt man zum Beispiel ein Wort für Sattel hatte. Und dass man darüber halt ungefähr ableiten kann, zu welchem Zeitpunkt welche Entwicklung stattgefunden hat. Und das fand ich als Idee richtig, richtig geil. Das klingt nach einer sehr interessanten Herangehensweise, ja. Und wie gesagt, dadurch ich ja nur als Literaturstudent ehemaliger und auch so ein bisschen mit Liebe zur Linguistik aufgewachsen bin, muss ich sagen, das fand ich eine echt hübsche Idee. Also, und wie gesagt, ich meine, dass das tatsächlich in der zivilisatorischen Entwicklung der Menschheit ein großer Teil war, zumindest hier für unsere Gegend in Europa und so weiter, auch massive Einflüsse hatte, das ist ja bekannt. Und das ist auch, finde ich, immer interessant, sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen. Also, große Empfehlung dafür. Ja, klingt gut. Ja, Sachbücher sind bei mir ja leider recht wenig im Moment. Ich habe zwar ein paar auf meinem Stapel liegen, aber irgendwie komme ich nicht so richtig dazu. Aber ich habe dieses Jahr, diese Woche, ach verdammt nochmal, diesen Monat. Ich habe diesen Monat also noch ein paar Reihen weitergemacht. Mhm. Ich habe zum Beispiel endlich mal den dritten Temperance Brennan Roman gelesen von Katie Reichs. Mhm. Diesmal Lasst Knochen sprechen. Ich fand es diesmal nicht ganz so langatmig wie bei den ersten beiden Bänden. Die neigt ja auch so ein bisschen zum Schwafeln. Ja. Es geht hier um ein junges Mädchen, das auf der offenen Straße erschossen wird. Man denkt, das ist so Bandenkrieg, Zufallsopfer zwischen Motorradgangs. Aber Temperance Brennan will das nicht so auf sich beruhen lassen, ermittelt halt selber weiter. War nicht schlecht, ist halt solide Unterhaltung. Ich weiß nicht, ich habe immer so, es kommt gleich auch nochmal mit Krimis, immer so ein Problem, ich kann es nicht richtig festmachen. Mir fehlt da oft so der große Kick. Also es gibt selten, dass die Bücher so einen Überraschungsmoment haben dann. Bin ich aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben einen Krimi gelesen habe. Ja, das ist, ich weiß auch nicht. Ich mag das eigentlich, weil die sind gut aufgebaut. Aber am Ende sitze ich dann doch da und denke, ja, das war jetzt wie Junkfood. Ja, genau, das ist, glaube ich, der Effekt. Ja, genau. Ja, man ist satt, aber ist jetzt nichts Besonderes. Na, das ist bei mir, also ich glaube, die letzten Krimi oder so Pathologie-Krimis und so weiter, die ich gelesen habe, war irgendwas von Simon Beckett. Und das ist ja nun wirklich Junkfood im Prinzip, ne? Aber ja. Der kann das, das sind gute Bücher. Aber das lässt mich auch immer so ein bisschen unbefriedigt zurück. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, unser Problem ist, es ist zu normal. Das denke ich auch. Aber zu dem Abnormalen komme ich später noch. Das ist ja gut, ja. Gut, bleiben wir gleich beim Thema. Irgendwie ist nicht so richtig viel hängen geblieben. Ein weiteres Hörbuch habe ich gehört. It All Adds Up. Von Michael Launay. Launay, keine Ahnung. Ich nehme mal an, das ist irgendein nordeuropäischer Name. Ich weiß es nicht. Also das E hat so Punkte über dem E. Es ist ein Einblick in die Geschichte der Mathematik. Ja, ich habe ehrlich versucht, mich dafür zu begeistern, aber nein, gelungen ist es mir nicht. Ich bin aber auch, wie gesagt, Buchstabenmensch, kein Zahlenmensch. Aber für meine Nerd-Timeline war das sicherlich ein Ding. Also das war interessant erzählt und so, aber leider hat es mich halt von der Thematik her so gar nicht gegriffen, überhaupt nicht. Aber es geht halt so darum, wie kam man überhaupt auf die Idee, dass es irgendeine Relevanz hat fürs Leben? Wie haben die alten Griechen die ganze Sache bewertet? Welche Entwicklungen gab es da? In Indien die Einführung der Null und so weiter und so fort. Das ist schon interessant, wenn man das mal hören möchte. Aber so richtig viel mitgenommen habe ich nicht daraus. Aber es ist so unterhaltsam erzählt, wie man Mathe erzählen kann. Ja, man kann tatsächlich auch interessante Sachen über Mathe erzählen. Nur irgendwann steige ich dann meistens auch aus. Ich finde das Thema, also was man damit alles machen kann, teilweise hochinteressant. Aber wie du sagst, ich bin auch jetzt nicht so der Zahlenmensch. Es ist auch nicht das so für mich. Ja, ich mache auch gleich weiter, wieder mit einem Krimi und wieder mit einer Reihe.
Ich hatte ja schon die ersten beiden Bände und ich glaube letztes Monat eine Kurzgeschichte erwähnt von Graham Masterton, die Katie Maguire-Reihe, diese irische Ermittlerin. Und da habe ich mir jetzt den dritten und keine Ahnung, ob es der letzte ist, aber zumindest aktuelle Band vorgeknöpft mit dem Titel Racheengel. Diesmal geht es um Menschenhandel. Auch hier hatte ich ja in den ersten beiden Bänden Probleme, dass ich teilweise ein bisschen zäh fand und mich nicht so gut in die Hauptfigur reinversetzen konnte. Also das wird mit jedem Band besser, das kann ich schon sagen. Die Geschichte ist wie auch eben bei Katie Rice, liest sich gut weg, ist eine Standardgeschichte, kann man, wenn man Krimis mag, gut lesen. Aber ich glaube, wenn du mich nächsten oder in 2-3 Monaten fragst, viel hängen bleibt da nicht. Okay. Ja, viel hängen bleibt da nicht, wir bleiben dabei. Ich habe gehört, History is Wrong von Erich Van Däniken. Und ja, also das war sehr, wie gesagt, ich höre diese Dinge ja immer sehr gerne zum Einschlafen, weil das für mich ist im besten Fall wie ein guter Abenteuerroman. Die Hoffnung hatte ich ja auch, aber nein. Erich Van Däniken macht in diesem Buch 4 von 6 Stunden Spieldauer nur Mimimi darüber, dass alle gemein zu ihm sind. Es ist wirklich nicht unterhaltsam, aber in dem Fall war es tatsächlich auch kurz genug, dass es nicht wehgetan hat. Es war halt eine Nachtbegleitung. Ist okay, aber mehr auch nicht. Aber das kann man sich tatsächlich schenken. Mimimi. Ja, es geht halt darum, er hat sich da irgendwann mal als junger Mann irgendeine angebliche Goldbibliothek andrehen lassen. Da wäre wohl in irgendeiner Höhle irgendein, ich sag mal, wie im Prinzip ein Thronsaal. Und da wäre eine Bibliothek aus Gold gewesen. Und er war da aber selber nie drin. Und dann gab es da einen riesigen Skandal. Und der Typ, der hat dann hinterher behauptet, der das ihm verkauft hat, als wüsste er davon gar nichts und als hätte er das alles nur erfunden. Und dann jetzt kam da aber wieder, also zum Zeitpunkt, als das Buch erschienen ist, gab es dann wieder eine neue Entwicklung. Auf jeden Fall hat er sich jetzt 4 von 6 Stunden nur darüber ausgelassen, wie böse die Presse zu ihm ist und wie sie ihn alle verarschen und alles gemein und böse. Mimimi, ja, ja, alter weißer Mann. Ich meine, armer alter Mann. Ja. Gut, dann nehme ich jetzt noch meinen letzten Krimi. Und diesmal kann ich nicht so sehr meckern. Denn das ist wirklich ein Klassiker. Ich habe die Abenteuer des Sherlock Holmes gelesen. Oh ja. Ich mag ja die Sachen, ich kenne die auch alle schon, habt die auch alle schon vor ewiger Zeit als Hörbuch gehört. Wie sehr schuld war der Stephen King Podcast daran? Tatsächlich nicht, weil ich die Bücher schon länger hier auf dem Stapel habe. Okay. Also es ist das dritte Buch Sherlock Holmes und es ist eine Sammlung von Geschichten. Dabei sind dann, man kennt das, einiges Klassiker. Ein Skandal in Böhmen natürlich. Ich kriege die Seite nicht umgeschlagen. Die Liga der Rote Schöpfe, 5 Orangenkerne, also die Blutbuchen sind schon einige Geschichten, die man, wenn man sich ein bisschen mit Sherlock Holmes beschäftigt, kennt. Macht auch Spaß. Ist auch eine schöne Ausgabe mit hinten großem Anhang, wo dann einige Begriffe und so noch erklärt werden. Macht Spaß. Ich habe den nächsten Band auch schon wieder auf dem Stapel. Mal gucken, wann der an die Reihe kommt. Ja, auf jeden Fall interessant. Und wie gesagt, mit Sherlock Holmes machst du halt generell nicht verkehrt. Ja, das ist nicht umsonst ein Klassiker. Richtig. Naja gut, dann bleibe ich auch gleich bei den Klassikern. Ich habe gelesen Odyssee durch die Innenwelt und daran bist du schuld, von Edgar Rice Burroughs. Tja. Ja, so eine tolle Idee, aber so eine fürchterliche Umsetzung. Ja, das ist bei Burroughs schon öfter mal Fall. Also auch gerade in den Tarzan-Büchern merke ich, dass er tolle Ideen hat, aber mit dem Schreiben hakt es manchmal. Das soll er echt lassen, das ist nicht gut. Ich meine, klar, der Hauptcharakter muss ein unsympathischer Macker sein. Das ist mir klar. Das gehört zum Buch. Und dass das Frauenbild zum Kotzen ist, das ist halt der Ära geschuldet. Das sehe ich auch gerade noch ein. Und wie gesagt, die Idee an sich ist hübsch. Aber ich habe dann jetzt noch eine Neuübersetzung gelesen. Und die hat tatsächlich den allerletzten Rest von gutem Willen dann auch noch zerstört. Weil
wenn dann so Thematiken fallen oder so Wörter fallen wie Missing Link bei einem Buch, was ursprünglich von, ich weiß nicht, 1918 ist. Ja, ist die Neuübersetzung aus dem Apex Verlag. Ich habe nicht geguckt, aber es kann sein. Also wahrscheinlich, die bringen momentan das Gesamtwerk von Burroughs raus als Buch und E-Book. Aber es ist auf jeden Fall echt gruselig. Also es ist ein blaues Cover. Warte, ich guck mal. Mit so einem Kreis drauf. Es ist... Steht hier gar nicht der Verlag. Auf dem Cover steht es auch bei mir nicht. Also beim Apex Verlag sind es meistens irgendwelche Kreise mit dann irgendwelchen Motiven drin. Nee, also hier ist es ist ein blaues Cover und auf der Mitte ist der Dinosaurier drauf. 1914 ist übrigens das Originalbuch. Und die Übersetzung ist von H.M. Tibbs. Auf jeden Fall ist die Übersetzung ist fürchterlich. Also ja. Ich sehe das alles schon ein irgendwo, aber nee. Wie gesagt, gerade das ist ein Buch, wie gesagt, von 1914. Und dann wirklich auch diesen Menschen Worte in den Mund zu legen, die sie gar nicht kennen können zu der Zeit, das ist schwierig. Also hat mir wirklich einen Spaß verleidet. Aber es hätte auch so nicht viel Spaß gemacht, weil, wie gesagt, der Stil ist grauenhaft. Zumindest gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so. Ich denke, da hat auch die Übersetzung einigen Anteil sicher, dran. Ja. Denn ich mache gleich mich weiter. Ich habe auch Edgar Rice Burroughs gelesen. Und zwar den dritten Band des Mars-Zyklus, der Kriegsherr des Mars. Mhm. Noch ein Jahr älter, das ist von 1913. Ja, auch hier. Die Übersetzung ist nicht die allerbeste. Aber Fantasie hat der Mann ja schon. Ja, das, die Ideen sind ja geil. Deswegen, das ist ja das Schlimme. Ich bin ja auch schon seit einiger Zeit so immer mal wieder hier und da einen Tarzan-Roman am Lesen. Mhm. Ach, ich habe echt Probleme mit dem Stil. Der schafft großartige Welten, großartige Figuren, nicht unbedingt sympathisch, aber glaubhafte Figuren. Und dann, ja, dann erzählt das doch sehr schwach. Naja, und vor allem, was mich halt echt nervt, ist das Welt- und Menschenbild. Ich meine, wie gesagt, das ist alles der Ära geschuldet. Das ist alles schön und gut. Aber jetzt gerade hier bei Odyssee in die Innenwelt, da haben wir ja einen anderen Verlauf der Evolution, vereinfacht gesagt, ne? Und wie sie dann sagen, ja, wir müssen doch, ich hau mein Gefängnis, war der tot. Okay, der gehört einer anderen affenartigen Rasse an. Das ist eigentlich halbwegs okay, den Tod zu schlagen. Und sein Kollege, nein, du kannst den doch nicht totschlagen, das ist doch gemein, das ist doch Mord, das geht doch nicht. Und die Begründung, warum er sich dann doch mit dem Gedanke anfreundet, ist, naja, wenn wir den jetzt totschlagen, ebnen wir quasi den Weg für einen Völkermord, damit wir der Rasse der Menschen den Startvorsprung verschaffen, den sie eigentlich verdient hat. Du schlagst das aus, weißt du? Ein totschlagen, okay. Der hat mich jetzt eingesperrt, der war böse zu mir. Aber dass dann das Positivelement ist, ja, der Menschheit muss man einen Sportvorteil verschaffen, da war dann der Punkt erreicht, wo ich meine Augenbrauen nicht mehr runtergekriegt habe. Ja, es ist auch bei diesen ganzen Rassen, die da auf dem Mars leben, die sich ja hauptsächlich durch ihre Farbe unterscheiden. Es ist schon teilweise, knirscht man da schon ein bisschen mit den Zähnen, wenn man das liest. Ach, ja, dann bin ich dran. Ja. Ich habe außerdem wieder ein Hörbuch gehört. Superstition, A Very Short Introduction von Stuart Weiss. Und hier muss ich sagen, es ist auch wieder ein hübscher Überblick gewesen. Halt über gängige Aberglaube, ne? Also so Freitag der 13. Den Sturm nicht in der Wohnung aufspannen, solche Geschichten. Es geht halt da um die Herkunft dieser Aberglaube, es geht um die Entwicklung und es geht vor allem auch um die psychologischen und gesellschaftlichen Implikationen, die das Ganze dann hat. Also so sinngemäß, wenn du abergläubisch bist und gerne der Meinung bist, dass höhere Mächte über dich bestimmen, dann bist du halt auch anfällig dafür, als Krebstherapie Globuli zu fressen und solche Geschichten.
aber eben auch so ein bisschen die Erklärung, welche Menschen haben welche Vorstellungen, warum, und ist das zum Beispiel unter Leuten, die, ich sag mal, ein schwereres Schicksal haben, ausgeprägter oder sowas. Und das fand ich eigentlich mal eine ganz hübsche Herangehensweise, aber es bleibt halt im Großen und Ganzen trotzdem sehr oberflächlich. Ich hätte mir halt wirklich hier gerade in der Historie einen tieferen Einblick gewünscht. Aber wenn man sich dafür interessiert an das Thema, das ist ein guter Einstieg, wenn man da noch gar keine Kontaktpunkte dazu hatte. Ja, ich bleibe immer noch bei Klassikern, aber jetzt der letzte, und aber auch bei Science Fiction. Ich habe wieder Ray Bradbury gelesen und diesmal, glaube ich, eine seiner bekanntesten Kurzgeschichtensammlungen. Mhm. S is for Space. Die ist tatsächlich aus den 60ern, aber erst vor kurzem in Deutschland erschienen. Und es sind teilweise sehr kurze Kurzgeschichten. Ich glaube, 15 Stück oder 16 Stück sind es. Mhm. Und die machen Spaß. Ich meine, Ray Bradbury macht halt auch Spaß. Ja, man merkt ihnen das Alter natürlich ein bisschen an. Aber sie haben so immer so diesen kleinen Twilight Zone Twist am Ende. Und ach, doch, ja. Der Mann hat gut geschrieben. Ich mag ihn sehr. Vor allem, was ich schlimm finde bei Ray Bradbury, da ist ja wirklich gut. Da kann das wirklich. Aber das Schlimme ist, man verleidet uns ja in der Schule mit Fahrenheit 451. Oder wie das Buch heißt. Aber das 481, oder? Ich weiß es selbst nicht mehr. Irgendeine komische Zahl, halt, auf jeden Fall. Ja, das ist die Temperatur, bei der Papier brennt. Genau, aber das ist das schwächste Buch von ihm. Stimmt, die Romane sind tatsächlich nicht so, also doch, die Romane sind schon gut, aber tatsächlich, ja, sehe ich auch so. Der hat so tolle Sachen geschrieben. Ich finde es jetzt nicht schlecht, also verstehe mich nicht falsch, aber... Nein, das vielleicht nicht, aber wie gesagt, das ist so ein guter Autor, der kann wirklich gut schreiben. Und die haben ja auch, gerade auch die Kurzgeschichten, eine gesellschaftliche Implikation oder Botschaft haben die alle. Oder viele zumindest. Na? Ja. So, aber gerade das Fahrenheit, da wird halt auch unglaublich viel sinnlos geschwafelt. Und ich verstehe jeden, also mir ging es zum Beispiel so, ich habe das in der Schule lesen müssen und dachte dann, okay, das ist ein Schwafler, das kann ich lassen. Dass ich dann Bradbury irgendwann 1000 Jahre später mal wieder in der Hand hatte und dann auf den Geschmack gekommen bin, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wäre es nur nach der Geschichte aus der Schule gegangen, hätten wir es total versaut. Ja, und vor allem in dieser Kurzform ist er ja absolut ein Meister. Also das ist ja einer der bekanntesten Kurzgeschichtenautoren, würde ich mal sagen. Ja. Überhaupt. Ach, also wenn ihr Deutschlehrer seid oder Englischlehrer oder sowas und ihr sollt es Lektüre für eure Kinder aussuchen, nehmt die Kurzgeschichten, die sind viel besser. Ja, aber da fehlt dann natürlich die Botschaft. Ach, nee, ja. Tut sie nicht. Meiner Meinung nach nicht. Ja, man muss schon gucken, ja, welche Botschaft man will. Ja, okay, das ist natürlich auch so. Na gut. Ich habe außerdem gelesen, endlich mal wieder einen weiteren Teil einer Reihe, nämlich die Pre-Human-Reihe, Pre-Human 20. Es ist immer noch Bullshit-Bingo, es ist immer noch irgendwelcher Quatsch mit KI und Aliens. Die Beziehungen zwischen den Charakteren werden tatsächlich von Band zu Band lächerlicher und die Ideen auch schwächer. Das ist schade. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich kurz davor, wirklich die Reihe dann jetzt zu beenden. Also der Band ist jetzt erst rausgekommen. Das heißt, ich könnte jetzt aussteigen und müsste mich einfach mit den neuen nicht mehr beschäftigen. Aber das Problem ist, er schafft es dann trotzdem, um eine Idee oder einen geilen Moment zu haben, dass du dann doch wieder dran bleibst. Und hier war es dann tatsächlich so ein kurzer Moment der Selbstironie, denn es fällt der Satz, ich sehe schon die Reaktion auf deinen nächsten Artikel vor mir, Tab. Unlogisch, eher mau und hat jemand den Text überhaupt lektoriert? Und ich denke, das sind in etwa die Reaktionen, die er auf seine Bücher auch kriegt. Und deswegen dieser kurze Moment der Selbstironie gab mir bei mir wieder sehr viele Pluspunkte. Also werde ich mir das Elend wahrscheinlich auch noch weiterhin antun. Ja, ich würde mir auch das Elend weiter antun. Ich habe wieder einen Dr. Who-Roman gelesen. Mhm.
und stumme Sterne ziehen vorüber von Dan Abnett. Ich mag den Autor, ich bin ein großer Doctor Who-Fan, ich habe aber irgendwie immer Probleme mit den Büchern. Ich komme da nicht rein. Ich kann nicht mal sagen, dass jetzt hier irgendwie besonders schlecht ist. Es ist eine sehr solide Science-Fiction-Geschichte, es hat Humor, es hat Spannung, aber ich komme nicht rein. Ich kann es mir nicht erklären. Das hat man manchmal. Ja. Und die sind aber auch von wechselnden Autoren. Von wechselnden Autoren. Das ist bei das letzte, was ich gelesen habe, war von Michael Moorcock, auch bekannter Autor. Mhm. Auch da genau dasselbe. Ich werde es weiter probieren, aber. Hat es denn trotzdem so ein bisschen den Doctor Who Humor? Ja. Aber ich habe immer so das Gefühl, so die Stimmung kommt in den Büchern, die kann man schlecht vom Bild auf die Seite übertragen. Vielleicht ist das, was mir fehlt. Das hat ja so immer so ein bisschen quirky, immer so ein bisschen ja sehr flott manchmal, wenn man jetzt die alte Serie ein bisschen außen vor lässt. Wobei selbst bei der ist es auch ja so. Ich sag ja, an sich ist der Roman nicht schlecht, aber ich kann diese geistige Leistung, diese Serie mit diesen Büchern zu verbinden, kriege ich einfach nicht richtig hin. Okay, verstehe ich. Ja, ich muss sagen, ich kam bei Dr. Who bis Staffel 3. Das war's. Ja, das verstehe ich gut. Der 10. Doktor damals, den mag ich auch nicht. Aha. Man müsste tatsächlich mal wieder damit anfangen. Ich glaube, bis zur Titanic-Folge kam ich. Oh ja. Oh ja, nee. Also ich hatte mit dem 11. und 12. Doktor, auch wenn die ja teilweise doch kritisiert werden, hatte ich viel Spaß. Mhm. Aber ist halt wie als Geschmackssache. Ich habe auch die Originalserie komplett geguckt. Da ist auch viel Scheiß dabei, aber es ist auch viel richtig schönes, klassisches britisches Science-Fiction-Fernsehen dabei. Mhm. Ja, und außerdem habe ich ja zu Dr. Who eine ganz besondere Beziehung, weil ja immer irgendeiner auf die Idee kommt, er braucht jetzt irgendwas von Dr. Who gehäkelt. Spätestens seitdem ich den Weeping Angel hinter mir habe, kann mir nicht mehr viel passieren. Mir würde schon was einfallen. Was denn? Ach, das machen wir vielleicht später. Okay. Ja, ich habe weiter ein neues Sachbuch gelesen, The Amber Road von Charles River Editors. Und das war auch wieder ein Hörbuch und auch wieder ein echt hübscher Überblick über den Bernsteinhandel seit der Bronzezeit und die Auswirkungen, die das Ganze hatte. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich aber ganz ehrlich sagen, könnte länger sein und könnte auch hier wieder weit mehr in die Tiefe gehen. Aber ist echt interessant und ich war ja immer so ein Bernstein-Fan als Kind schon. Ich finde das unglaublich toll, das Zeug. Und wie gesagt, was das für Auswirkungen auch hatte, kulturell und so weiter, dieser Handel, das ist einem so auch nicht klar. Ich meine, die Seidenstraße, das ist jedem ein Begriff, wie das so funktioniert und was da alles rüberkam und was das für uns für Auswirkungen hatte. Aber ich glaube, bei der Bernsteinstraße, das ist den wenigsten Leuten so richtig bekannt. Ja. Klingt auch wieder interessant. Ist auch ein Thema, das mich interessieren würde. Kommt natürlich wieder, ich komme einfach momentan nicht so richtig in Sachbücher rein. Naja, also wie gesagt, das ist auch sehr kurz, ich glaube 4 Stunden oder so. Und als Hörbuch ist es echt prima. Also es ist schön gelesen. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man eine trockene Vorlesung irgendwie hat. Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Aber das Konzept Bernsteinstraße ist dir ein Begriff. Ja, das habe ich schon gehört. Okay. Das 4 Stunden, das ist ja so, als würde man einen Podcast drüber hören. Genau. Ja. Okay, das kann man ja immer mal dazwischen schieben. Ich habe noch einen letzten Science-Fiction-Roman. Mhm. Und zwar habe ich John Scalzi Galaktische Mission gelesen. Das ist der ja bislang letzte Teil der Krieg der Klone-Reihe. Wobei ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich finde diesen deutschen Titel einfach nur blödsinnig. Im Original heißt es Old Man's War. Weil die alten Leute von der Erde, die ihr Leben hinter sich haben, die gehen zum Militär, kriegen neue Körper geklont und werden in einen galaktischen Krieg geschickt. Voll gut. Mhm. Ist es auch.
Das ist eine total coole Reihe. Das ist der fünfte Band und der besteht aus eigentlich aus zwei Teilen, also zwei längeren Erzählungen, die so ein bisschen miteinander verknüpft sind. Macht unheimlich Spaß. Also das ist richtig, richtig gute Science-Fiction. Und was ich an diesem Buch auch noch richtig geil finde, ist, er hat am Ende das erste Kapitel der ersten Geschichte nochmal, und zwar in seiner ursprünglichen Fassung. Okay. Und das ist so anders als das, was im Buch abgedruckt ist. Das liest sich wie eine komplett andere Geschichte, weil es einen ganz anderen Blickwinkel hat. Es ist total interessant, das zu lesen. Und ich hoffe doch, dass es da irgendwann mal weitere Bücher gibt. Denn die ganze Reihe, die hat auch so ein bisschen trockenen Humor, so ein bisschen Military Science Fiction. Hm. Finde ich richtig gut. Cool. Klingt interessant, auf jeden Fall. Werde ich mir mal merken. Also die ersten drei Romane gibt es auch in einem großen Sammelband. Ich glaube auch als E-Book. Okay, das ist ja gut. Ja, bleiben wir gleich bei Krieg. Auch ein weiteres Fachbuch und Hörbuch. Carthage Must Be Destroyed. Sehr, 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 sehr geil. Hat mir Spaß gemacht. Ist so eine Abhandlung über die drei punischen Kriege. Also hier Karthago gegen Rom, ne? Fängt aber schon beim Urschleim an. Fängt schon dabei an, wie im Karthago sich so entwickelt hat, dass die eigentlich schon weitaus älter waren als Rom selbst. Und dass die eigentlich auch der ersten waren, die mit Rom irgendwann mal einen Friedensvertrag hatten, als die halt noch völlig irrelevant waren in der Menschheitsgeschichte. Und wie halt so das Gesellschaftsbild dort unten war, wie sich die Zivilisation dort unten so ein bisschen entwickelt hat und so weiter und so fort. Auch dass die jetzt nicht so die kleinen Opfer der Geschichte waren, sondern dass die halt auch selber ganz gerne mal plündern und brandschatzend Städte vernichtet haben und solche Dinge. Aber gut, das ist ja da unten eigentlich gängige Praxis gewesen zumindest. Aber was ich hier vor allem richtig toll fand, es geht einerseits auf so strategische Wendepunkte ein in diesen Kriegen. Das interessiert mich als Militärmensch sowieso ja immer ein bisschen. Aber was ich hier richtig cool fand, was ich nie gelernt habe, war in puncto Propaganda, wie die ganze mythische Herleitung von Herrschaftsrecht während dieser Kriege dafür gesorgt hat, dass eben diese Kriege so gerechtfertigt werden konnten vor der eigenen Bevölkerung. Und da geht es halt eben darum, welche Göttin hat wen jetzt gegründet und welcher Ochs hat wohin geschissen und welcher Adler ist irgendwo abgestürzt. Das sind wichtige Informationen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber was mir, also mir war das tatsächlich alles bewusst, so die Gründungsgeschichten und so weiter, das habe ich alles mal gelernt, weil ich Latein gelernt habe in der Schule. Das haben sie uns schon erzählt. Aber dass das tatsächlich in der Propaganda auch so eine tatsächliche akute Auswirkung hatte, dass man darüber wirklich Propaganda machen konnte, das ist zwar auf der einen Art logisch, aber bewusst war mir das nicht. Und das fand ich eigentlich ziemlich geil. Das klingt wirklich interessant, ja. Und wie gesagt, auch hier wieder hervorragend gelesen, kannst du gar nicht sagen, hat echt Spaß gemacht. Und es ist halt wirklich ein Überblick, ne? Also über alle drei Kriege. Und was ich euch natürlich sehr ans Herz legen kann, wenn ihr das möchtet, hört dieses Hörbuch und danach hört von Dan Carlin die Punic Nightmares. Das ist auch so eine Serie von 3-4 Stunden Podcasts über diese Kriege und ich glaube, wenn du das als Gesamtpack liest oder hörst, bist du sehr gut im Bilde. Also das gefällt mir sehr. Klingt wirklich interessant. Wenn ich mal wieder Zeit habe für Sachbücher, packe ich mir das mal auf die Liste, auf jeden Fall. Ich bleibe beim... Na, Science Fiction ist es nicht. Es ist eher Weird Fiction. Also wir gehen in die Welten von Lovecraft. Oh ja. Mit der Novelle Ich hol dir die Vögel vom Himmel von Brian Hodge. Oh, Brian Hodge sagt mir was und nichts Gutes. Ich habe tatsächlich nur vor Jahren ein Buch mal von ihm gelesen und habe da kaum noch Erinnerungen dran. Aber das Buch ist dünn, 120 Seiten. Es ist echt interessant. Also er schreibt... er schreibt eine Lovecraft-Geschichte, die sich modern liest, inhaltlich sehr klassisch ist. Also es geht um eine junge Frau, die in der Hütte von ihrem
Uropa Gemälde findet. So ganze Haufen. Das scheint so ein großer Werkzyklus zu sein. Er versucht, irgendwas darzustellen, was nicht dargestellt werden kann. Also so ein ganz klassisches Thema. Aber das entscheidende Bild fehlt. Und sie denkt, dass es natürlich, das ist der Schlüssel, um zu verstehen, was hier überhaupt abgeht. Und sie macht sich auf die Suche nach diesem Bild und das führt sie in ein verlassenes Dorf in den Bergen, das seit vielen, vielen Jahren kein Mensch mehr betreten hat. Warum wohl? Genau. Das ist richtig, die Atmosphäre hat mir Spaß gemacht, die Geschichte ist gut, lässt sich natürlich ganz schnell lesen auch. Es ist so richtig dieses Gefühl des kosmischen Schreckens, das ja Lovecraft so geprägt hat, nur mit besserem Stil. Da hatte ich echt Spaß mit. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich meine, wie gesagt, es kann auch sein, dass ich den verwechsel. Aber mir hat jetzt der Name im ersten Moment auch dieses lustige Buch in der Hütte, wo er so Schneewittchen auf Horrorliteratur. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich weiß aber nicht, aber ich guck mal. Aber es kann sein, dass ich es verwechsel. Kann durchaus sein. Aber es klingt ja auf jeden Fall spannend. Also die Idee hat was. Ja, also ich war wirklich positiv überrascht. Das Einzige, was mich immer ein bisschen irritiert, ist, auf dem Cover sind halt Vogelschädel. Und es sind so zwei kleine Vogelschädel als Kapiteltrenner immer so als Bild. Ich fand das irgendwie irritierend. Ich weiß auch nicht, wieso. Okay, war mal eine hübsche Idee. Ich gucke gerade, also es sind auf Deutsch, glaube ich, 3 Bücher von ihm erschienen vorher. Und da unten, dann 4. Ich kann mich nicht daran erinnern, ich habe die, glaube ich, alle sogar gelesen. Nightlife, Totenstadt, Rune. Na, an Schneewittchen erinnere ich mich da nicht. Ja, okay, dann so. Das sind also die du jetzt gesagt hast, die sagen mir auch nichts. Dann haue ich den wahrscheinlich durcheinander. Gut. Bleiben wir bei hübscher Atmosphäre, aber sonst nicht viel. Ich habe gelesen von Dominik A. Meyer, Tumor Todgeburt. Es ist wohl eine Reihe. Also diese Tumorreihe ist wohl eine Reihe. Allerdings, das ist das Prequel. Das heißt, ich bin jetzt nicht in der Chronologie der Veröffentlichung, sondern in der Chronologie der Ereignisse vorgegangen. Ich muss sagen, es könnte so schön sein. Die Chemie zwischen den Charakteren ist großartig. Die Anfangsidee ist auch geil. Der Humor ist sowieso großartig, weil das so ein bisschen ist wie die Metro-Reihe. Also so ein bisschen Post-Sowjet-Humor und so weiter und so fort. Und da bin ich ja große Freund davon. Aber leider ist der Handlungsbogen so furchtbar dämlich. Ich meine, Flo, du hast doch Lust gesehen, ne? Ja, leider. Du kennst den Typen, dem sie seinen Sohn klauen, der dann gefühlte 3 Staffeln lang durch den Wald rennt und Michael ruft. Ja. Das in Buchform. Oh, wie schön. So, und wie gesagt, die letzten 75% des Buchs sind wirklich eine Aneinanderreihung von Unlogik, Blödsinn und Verzweiflung. Was halt echt schade ist, weil der Rest hat viel Schönes. Und die Monster sind auch geil eigentlich, die da beschrieben werden. Aber was mich halt stört, wie gesagt, er rennt da halt rum und die Idee ist halt, es ist irgendein lustiges Forschungsinstitut in die Luft geflogen. Es gibt da irgendwelche lustigen Anomalien und so weiter. Und eine Truppe von Privatleuten suchen halt ihre Angehörigen. Und wollen sich dann halt in dieses Institut da unten reinwagen und so weiter und so fort. Und dann gibt es da halt lustige Zeitanomalien und lustige geografische Anomalien. Es gibt putzige Monster, die Leute auseinanderreißen. Es gibt sehr hübsche Menschenexperimente, so mit Skelette außen und so. Also die Beschreibungen und die Ideen, die sind großartig. Aber leider hat er sich in der Handlung so gar nicht im Kopf gemacht, habe ich so den Eindruck. Das ist schade. Ich meine, die Handlung klingt, als könnte sie interessant werden, aber da muss sie auch richtig umgesetzt werden. Es ist halt im Prinzip ein bisschen besser als die Mine. Die Mine von Cohen habe ich ja gelesen, die fand ich ja grauenhaft. Ja.
Es ist von der Atmosphäre ein bisschen ähnlich, nur halt nicht Amerika, sondern so Sowjet. Es macht schon Spaß, aber wie gesagt, der Handlungsbogen, der ist grauenhaft leider. Und ich befürchte, da wird mir auch so gehen, wenn ich die anderen Bücher lesen würde. Es kann aber natürlich auch sein, dass das jetzt, wie gesagt, so ist und mir so ging, weil es das Prequel ist. Wenn du jetzt vielleicht den ersten richtigen Roman zuerst gelesen hast, hast du vielleicht ein bisschen mehr Gefühl dafür, das weiß ich nicht. Aber, Ja, kann sein. Aber ich denke, wer Spaß an Metro hatte, da kann das auf jeden Fall sich mal antun. Es ist nicht allzu lang, also ich glaube 300 Seiten kann man ohne Probleme mal machen. Ja, mein nächstes Buch ist ein bisschen dicker. Über 600 Seiten, das ist ein fetter Hardcover. Der Fester Verlag hat mit einer Richard Lane Gesamtausgabe begonnen. Ich zweifle noch ein bisschen, weil ich halt auch viel schon im Taschenbuch da stehen habe und ich zu großen Teilen auch nicht so besonders gut finde. Den hier hatte ich aber noch nicht, aber deswegen habe ich zugegriffen. Es handelt sich um Quake, das Inferno. Und das ist ein sehr solider Roman. Es ist nicht der beste von ihm, aber ich hatte nicht den Wunsch, ihn wegzulegen, sagen wir mal so. Es ist Los Angeles, großes Erdbeben und man begleitet so ein paar Leute im Chaos nach dem Beben durch die Stadt. Man hat den perversen Nachbarn, der dann sein Opfer nebenan plötzlich wehrlos hat. Und dann kommen andere Leute dazu und dann muss er erstmal die töten und so weiter. Wir haben den Ehemann, der sich versucht, nach Hause durchzukämpfen und so weiter. Es ist wie immer bei Lehman, also viel Sex und Gewalt. Aber diesmal hat er doch ein paar Hauptfiguren, die ganz okay sind. Und das ist einfach ein gutes Buch. Es ist nichts für zwischendurch, dazu ist es zu dick. Aber es macht doch schon einigermaßen Spaß. Okay. Naja, und ich denke mal, so eine also ich würde mir eher eine Gesamtausgabe irgendwann mal kaufen, als die Geschichten einzeln, sagen wir es mal so. Ja, gut, musst du hier natürlich auch einzeln holen. Aber ich hoffe, dass sie irgendwann mal komplett ist. Dann fände ich das doch schon sehr schön. Der zweite Band ist übrigens, ich glaube, Finster heißt er auf Deutsch, ja. Den ich vor kurzem, vor ein, zwei Monaten schon besprochen habe, der mir auch sehr gut gefallen hat. Okay. Dann kommen wir zu meinem bisherigen Highlight des Jahres. Ich habe gelesen Herrgott 2.0 von Peter Walter. Und mein Gott, ist das ein geiles Buch. So viel Liebe. Es wurde mir ein bisschen unter die Nase gehalten auf Twitter. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es der Autor ist, der da twittert, aber auf jeden Fall, irgendjemand hat dieses Buch besprochen und es ist so genial, es ist so toll. Der liebe Gott in der Lüneberger Heide und er wechselt zwischen Arno Schmidt und je nachdem, desto betrunkener er wird, zwischen Arno Schmidt, Bukowski, kriegt dann irgendwann einen Kinski-artigen Tobsuchtsanfall. Es ist genial. Es ist so wunderschön, dieses Buch. Ich habe ja vor einiger Zeit schon gelesen, ihn schlucken zwei Spechte. Und das habe ich auch geliebt. Wahnsinnig. Das ist von einem anderen Autor. Das ist die Autobiografie von Harry Rowold. Und vom Humor her ist das ähnlich. Aber du musst es lesen. Das ist so toll. Du wirst es lieben. Glaub mir, Flo. Du hast es mir auf Twitter schon empfohlen. Ich habe es mir auch schon in meine Liste gepackt. Also es wird demnächst an die Reihe kommen. Wenn ich dazu komme, es zu lesen, weiß ich noch nicht. Ja, aber ich besorge es mir auf jeden Fall mal. Aber das kann ich wirklich jedem empfehlen, der ein kleines bisschen Ahnung von Literatur hat und ein kleines bisschen Liebe dafür. Aber selbst jemand, der überhaupt keine Ahnung von Literatur hat. Also ich habe selten so ein tolles Buch gelesen. Es ist wirklich genial. Es ist sehr kurz. Aber es macht wahnsinnigen Spaß. Und ja, das ist eine Form von Gott, mit der ich umgehen kann. Ja. Einen Gott habe ich auch. Ne, ich habe eigentlich eine Sekte in meinem nächsten. Auch wieder sehr kurz aus der Festa-Extrem-Reihe. Blutige Felder von Tim Miller. Es geht um eine Gruppe junger Leute, die versucht, ein Rätsel zu lösen und eine Reportage zu machen.
es endet dann, dass der eine Typ halt an einem Kreuz genagelt hängt, das in Flammen aufgeht. Ja. Also sie treffen auf irgendeine sehr, sehr merkwürdige Sekte. Es gibt wieder unheimlich viel Sex, unheimlich viel Gewalt. Das Ganze gepackt auf noch nicht mal 150 Seiten. Es macht, wenn man sowas erträgt, ist es ganz lustig, aber jetzt von der Handlung her ist es relativ Standard, nett geschrieben. Das Ende hat mich ein bisschen enttäuscht, da hätte ich vielleicht so noch eine Stufe mehr, also es geht nicht bis 11, es blättert auf 10 stehen. Aber Tim Miller, ich habe jetzt schon einiges von ihm gelesen, es ist schon okay. Okay, dann habe ich jetzt nur noch eins. Wie viel hast du noch? Nur noch eins. Hervorragend. Ja, ich habe gestern wieder mal eine Nacht gehabt, wo ich ernsthaft überlegt habe, ob man sich nicht doch einen goldenen Schuss setzt, so schmerzmäßig. Und das sind dann die Momente in meinem Leben, wo ich mich mal wieder der Lyrik hingebe. Und ich habe mal wieder ein Buch gelesen, das ist schon mal, Buch ist zu viel gesagt, aber ein literarisches, lyrisches Werk, das ich schon früher sehr oft in bösen Momenten gewählt habe. Nämlich Schwarze Sonne von Max Dautendity. Ich kann den Mann nicht aussprechen. Ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird. Ist ein deutscher Dichter. Hervorragend. Das ist eines meiner absoluten Lieblingswerke in der Lyrik. Es ist so schön düster. Es ist so schön lebensmüde. Es ist aber in seiner ganzen Lebensmüdigkeit auch so schön rauschhaft, so bildlich. Ich liebe es. Und dir würde das auch gefallen. Du kannst, das ist ein lyrisches Werk, das genau deine Stimmung auch erwischt, Flo. Also schwarze Schrift auf schwarzen Seiten? Genau, in etwa so. Nein, aber das ist halt dieser Moment, wo du weißt, so Strick ist billig und dann kann ich ja auch weitermachen, weil leisten kann ich mir ja trotzdem irgendwann. Verstehst du, was ich meine? Diese Befreiung, nachdem es eh egal ist. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich würde euch das, ja, je nachdem welcher Typ Mensch ihr seid, wenn ihr wirklich gerade depressive Phasen habt, dann würde ich es vielleicht lassen. Andererseits, mir persönlich hilft es gerade in den depressiven Phasen. Aber ich möchte da ja niemanden ins Unglück stürzen mit so einer Sache. Aber auf jeden Fall sehr viel, sehr große Liebe. Es ist auch ganz kurz, es sind 5 Seiten, glaube ich. Aber es ist neben Manfred von Byron mein Go-To-Werk, wenn ich psychisch gerade mal nicht auf der Höhe bin. Doch, klingt gut. Ich glaube, wir beide sind ja doch eine ähnliche Art von Mensch, die mit solchen Momenten. Stimmungen ja umgehen. Ich vermute, dass es wirklich für viele eher dann nicht geeignet ist. Richtig. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mir dann auch gefallen wird, wenn du das so sagst. Nein, also wie gesagt, um Gottes Willen, ich will niemanden ins Unglück stürzen. Versucht es vielleicht mal zu lesen, wenn ihr emotional stabil seid. Und dann werdet ihr ja merken, ob es euch reinreißt oder ob es euch nicht reinreißt, wenn es euch beschissen geht. Aber mir persönlich gibt das immer wieder so ein bisschen neuen Lebensmut, wenn man es so sagen möchte. Gut. Dann kommen wir zu deinem letzten Buch, Flo. Oh, ich habe was ganz Spezielles zum Schluss aufgehoben. Mhm. Aus der Reihe Pulp Legends. Oh ja. Du weißt jetzt schon, was kommt. Ja. Das Buch Eat Them Alive von Pierce Nate. Wer Pierce Nace ist, weiß kein Mensch. Das ist das einzige Buch, das jemals unter diesem Pseudonym veröffentlicht wurde. 1977. Es wird vermutet, dass dahinter eine Autorin namens Evelyn Nace stecken könnte. Die hat eher so Romanzen und auch so Pulp-Krimis geschrieben und war zu dem Zeitpunkt des Erscheins dieses Buchs schon jenseits der 60. Mhm. Und wenn das tatsächlich ist, hätte ich diese Frau gerne mal kennengelernt. Also es sind 300 Seiten, sehr schlecht geschrieben, aber unglaublich unterhaltsam. Es geht um einen schrecklich unsympathischen Typen, ein Verbrecher, der seine Kumpels versucht hatte reinzulegen. Die haben ihn dann verstümmelt, kastriert und sterbend liegen gelassen. Okay. Er hat aber überlebt. Alle sind jetzt in Südamerika irgendwo. Er auf einer kleinen Insel.
Und da tauchen dann schon auf den ersten Seiten des Buches riesige Gottesanbeterinnen auf. Ja. Die anfangen, die Menschen zu fressen. Und es gelingt ihm tatsächlich, eine dieser Gottesanbeterinnen, oder mehrere, aber mit einer freundet er sich dann richtig an. Er nennt sie Slayer. Und er richtet sie ab, um sich an seinen Feinden zu rächen. Es gibt auch eine Zahm-Gottesanbeterin haben. Naja, zahm ist sie nicht. Er schmiert sich mit stinkendem Zeug ein und hofft einfach, dass sie ihn so abstoßend findet und nicht frisst. Gut, und er füttert sie immer. Das dürfte mir auch ohne stinkendes Zeug gelingen. Ja, das geht eigentlich immer ganz schnell. Er findet seine Feinde, er lässt sie und ihre ganze Familie von den Gottesanbeterinnen auffressen. Diese Slayer mag besonders Brüste. Okay. Und es ist ein Gemetzel. Es ist wirklich auch von der Sprache her nicht gut. Es werden auch Babys gefressen und so. Also es ist wirklich kompletter Trash. Aber ich glaube, es ist so schlecht, dass es echt wieder Spaß macht. Also das muss ich auf jeden Fall lesen. Das klingt noch genau mein Humor. Ja, es kann schon sein. Also auf dem Klapptext steht ein Gore-Fest, geschrieben mit der Wonne eines aggressiven Kleinkindes, das seine Spielfiguren zu absurden Gewaltorgien anstachelt. Herrlich schräg und so abgrundtief schlecht, dass es wieder originell ist. Yay, wer ist Pierce Nace? Und warum hat ihn jemand aufgehalten? Doch, ich glaube, das mag ich. Das klingt, als würde ich es mögen. Ja, also ich glaube, auch hier braucht man, glaube ich, ein ganz spezielles Mindset, um sowas zu lesen, aber es ist auf jeden Fall was anderes mal. Es klingt auf jeden Fall spannend. Naja, werde ich mal schauen. Ansonsten habe ich noch eine ganz allgemeine Empfehlung. Ich habe da ja schon mal, ich glaube, nicht drüber gesprochen, aber drüber getwittert. Wie gesagt, ich habe ja diesen Monat unglaublich viele Hörbücher gehört. Und ich habe eine neue App entdeckt, nämlich Storytel. Und da gibt es diese ganzen Fachbücher, die ich jetzt die letzte Zeit gehört habe, größtenteils auf Englisch. Es gibt aber auch einige Deutsche, aber ich höre halt nur Hörbücher auf Englisch. Und das Ganze hat so ein bisschen Flat-Effekt. Das heißt, das ist nicht so wie bei Amazon, dass du in Audible einen Monat einzahlst und kriegst einen Gutschein für ein Hörbuch. Sondern du zahlst halt hier, ich glaube, 16,99 € oder sowas. Und kannst aber so viele Hörbücher hören, wie du möchtest. Und es gibt auch nicht nur Hörbücher, die haben auch einen eingebauten eigenen E-Reader. Den finde ich jetzt nicht so toll, aber die Hörbuchflat, muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich klasse. Und ich habe das Ding jetzt seit 3 Monaten, ich nutze es fast jeden Tag. Und wie gesagt, die Auswahl ist für mich, gerade wenn man eben so eher Richtung sachbuchartige Sachen gehen möchte oder Alien-Quatsch und diese Dinge, dann hat man daran sehr, sehr viel Spaß und meiner Meinung nach auch wesentlich billigeres Erlebnis als eben mit Audible. Also die Empfehlung wollte ich an der Stelle nochmal abgeben, falls ihr euch für diese Hörbücher interessiert, die ich jetzt die ganze Zeit erwähnt habe, die könnt ihr größtenteils alle dort finden. Meiner Meinung nach lohnt sich's wirklich. Das nur dazu. Ja. Gut, Flo, hast du noch irgendwelche Ergänzungen? Nö. Ich habe noch ein paar Bücher, die muss ich noch zu Ende lesen, damit wir nächsten Monat auch was haben. Aber sonst, also natürlich habe ich, du glaube ich auch, wir haben noch Stephen King gelesen. Ja. Das hört ihr dann im König, Bube, Dame, Gast. Ich glaube, das wird eine sehr interessante Folge über Schlaflos. Ja, und wir lesen auch noch andere Dinge, das hört ihr in Zukunft auch noch was von. Aber genau. Da kommen wir später drauf. Genau. Gut, Flo, es war wunderschön, dass du wieder da warst. Vielen Dank. Es war mir wieder ein Vergnügen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann demnächst zu den Büchern des Juni. Bis dahin, liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und macht keinen Blödsinn. Ciao. Ciao. Das war Delateratur mit Flo, ein Podcast aus dem Hause Delasaster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT.
Vielen Dank fürs Zuhören.